es bereits geschehen. Fürchte die Macht meiner neuesten Schöpfung. Macht euch bereit! Darf ich vorstellen? Sumpfi, der Sumpfgott! What the hell? Huch. Dum, dum. What? Sumpfi, der Sumpfgott, wie behindert ist das denn? Irgendwo erinnert mich das an Garrosh mit meinen neuesten Schöpfungen. Und ihr werdet euch all meine Schöpfungen. Und ihr werdet gegen all meine Schöpfungen kämpfen müssen. Die meine grenzenlose Macht demonstrieren. Oder ungefähr sowas war das, glaube ich mal. Ja, da ist Sumpfi, der Sumpfgott, auch tot. Ein Leuchtstein, ein leuchtender, glänzender Stein, regeneriert ein MP. Boah, Sumpfi, der Sumpfgott ist tot. Das war das Monster und ihr habt es besiegt. Ihr habt mir das Leben gerettet. Du hast vermutlich Glück gehabt, dass wir so schnell hierher gekommen sind. Aber was war das für ein Ding, das du ins Wasser fallen lassen hast? Bloß ein Entfernungsmittel, das sich mit ein paar Tränken gemischt habe. Ich will ja bloß kein hässliches Wasserelementar erschaffen. Nein, nein. Oh, in da hinten sieht irgendwo aus wie so ein mutierter Creeper. Fällt mir gerade auf. Was? Und woher wusstest du, dass es funktionieren würde? Gar nicht. Ich habe es einfach ausprobiert und anscheinend hat es das Monster bei seinen Machenschaften gestört. Ich glaube, wenn das Monster noch mehr Energie aus dem Wasser abgezogen hätte, wäre es für euch unbesiegbar geworden. Macht Sinn, Entfernungsmittel in das schmutzige Sumpfwasser. Egal, wir haben Glück gehabt. Genau Glück. Ihr solltet euch zum fliegenden Holländer begeben. Sucht nach dem Fischer. Er ist ein Freund von mir und dem König. Was macht ein Fischer auf dem fliegenden Holländer? Beim fliegenden Holländer. What? Ich glaube, er konnte nicht von dort entkommen. Ist noch immer dort gefangen. Ach so, er ist dort gefangen. Dann sag's doch gleich. Dieses Schiff stieg vor einer Weile aus dem Wasser empor und nahm jedermann gefangen. Ich aber konnte entkommen. Der erinnert mich irgendwo noch an Zombie. Vielleicht sollte ich mal Zombie mit der Folge anschreiben und ihm hier sagen, der sieht so aus wie er. Vielleicht schreibt er mir zurück. Ich konnte dem Fischer nicht bei der Flucht helfen, weil Monster auftauchten. Ihr solltet nach ihm suchen. Vielleicht lebt er noch und ist gefangen. Vielleicht wurde er auch vom fliegenden Holländer gegessen. Wer weiß das schon? Es handelt sich also um ein verfluchtes Schiff. Rette den Freund des Königs, den man als den Fischer kennt. Wow. Reisen. Erstmal nach... Nein, zum Startdorf. Währenddessen gucken wir dann mal... Wir gucken dann gleich mal im Handel nach. Ob die olle Verkaufstrulla hier... irgendwelche MP-Sachen verkauft mit Regeneration drauf. Pelzig. Verkaufen wir Pelz. Wow, ist alles ein Gold. Der vierte Ring. Ich finde den immer noch so nice. Oh, Bedrohung. Plus minus 5 auf Bedrohung. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Beides könnte ich dem Krieger geben. Dann hätte er weniger Bedrohung. Und dann würden die wahrscheinlich alle eher den Dingens angreifen. Den Ritter. Macht Sinn. Ah.
nom 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 nom. Regeneration 1 MP, der zweite Ring. Regeneration 12 HP, Regeneration 3 MP. Cool. Schulterstück. Oh, das Saphir-Amulett will ich haben. Das könnte ich dem Magier und so geben. Was gibt hier plus 8 Magie, 3% Magie Widerstand und wie Körper. Oh, das könnte ich auch dem Dingens geben, meinem Tank. Zahnamulett. Silbermedaillon, das habe ich ja schon für fast alle. Ring der Vollplattenpanzerung oder so. Ich würde mal sagen, dann gehen wir zum fliegenden Holländer. Chromatisches Nest, da ist ein Dungeon. Yoga-Dorf, ein Dorf, das von einem mächtigen Krieger in einer Eisrüstung gegründet wurde. Oh, Yoga, was ist das? Rissklippe. Senkrechte oder beinahe senkrechten Felswand. Okay. Eisseepassage. Ist kein See sicher. Lol. Ich würde mal sagen, wir reisen zurück ab. Hä, war das nicht mal auf 100%? Ach ja, stimmt. Ich habe ja hier noch die Quest mit dem Fischer. Reisen wir zum fliegenden Holländer, machen dann die Quests mal noch ein bisschen. Ich spiele noch bis um halb und dann. Um den Gegenstand Fischer zu retten, müssen die alle drei gegnerischen Angriffswellen besiegen. Was ist das bitte? Sieht aus wie hässliche Krokodilviecher mit Waffen. Den fliegenden Holländer haben sie wahrscheinlich auch ganz hier nicht aus SpongeBob geklaut, ja? Nein, das haben sie natürlich wahrscheinlich gar nicht. Wobei es in Age of Empires 1 ein Schiff gab, das nannte sich der fliegende Holländer. Das konnte man auch, glaube ich, mal nicht bauen, oder? Das weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht konnte man es doch haben, ich weiß nicht. Es konnte auf jeden Fall über Land fliegen, das war richtig cool. Ein grüner Apfel, Wiederherstellung, 20 HP und 40 MP. Oh, ein Boss-Krokodilis oder so. Oder ich nenne ihn einfach Dinosaurier-Man. Ein Boss-Dinosaurier-Man, genau. Ob ich den Namen bis zum nächsten Mal vergessen habe, habe ich keine Ahnung. Ich nehme am besten morgen wieder auf. Wobei morgen ist der gute Rauchtiger wieder da, muss mal gucken. Weil dann machen die wahrscheinlich wieder unsere WoW-Raids und sowas, aber ich würde mal gucken, was ich machen kann. Je nachdem, wie es kommt. Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist ja richtig hässlich. Oh mein Gott, das ist Davy Jones. Nein, er ist natürlich nicht der gute alte Davy Jones, weil es hier so Tintenfischkopf-Man und nicht irgendwie so ein. What the hell, was hat er da jetzt für ein Kreis? So ist. Ach, der hat sich Steinhaut draufgehauen. Schlauer Weixel. Sehr schlauer. Aber nicht schlau genug für mich. Und ich zeige es wieder so behindert auf dem Bildschirm, was ihr natürlich nicht sehen könnt. Was war das? Das ist
so angehört, als würde er es hätte gefurzt oder so. Mann. Wir haben ihn wohl gefunden, was? Er scheint nicht mehr am Leben zu sein. Fischer. Ich bin ein Geist des Fischers, da ihr hergekommen seid, um zu helfen, werde ich euch Neuigkeiten überbringen. Ihr müsst euch zum Inseltempel begeben, was ihr sucht, befindet sich dort. Und es geschieht, gerade in diesem Moment. Danke, Fischer. Schade, dass wir dich nicht rechtzeitig herausholen konnten. Los geht's! Das tote Ding hat euch gerade eben gesagt, dass ihr den Inseltempel besuchen müsst. Glaubst du jetzt auch noch an Geister? Hab ich immer. Wir müssten absolut jedem Hinweis nachgehen. Nein, ich will es noch nicht zum Inseltempel. Wir gucken, ob ich hier Quests habe. Ich habe hier keine anderen Quests, okay. Nach Burgabend gehen. So schön, dass man ihn auf einer Insel gebaut hat. Wow. Wobei, gehen wir noch zum Inseltempel. Und gucken wir mal, was da los ist. Oh, Kampf, Kampf, Kampf. Die Gruppe wird angegriffen. Hässlichen Mumien. Oh, die Location hat sich nicht groß geändert. Das sieht mir eigentlich noch so aus wie im Waldtempel. Aber vielleicht haben sie die einfach bloß hier so etwas, so, ich nenne es mal nachgebaut oder sowas. Oder so die wurden wahrscheinlich so parallel gebaut von solchen Baumeisterbrüdern. Und die dachten sich halt so, ja, wäre doch super, wenn wir die beide parallel bauen. Genau in derselben Aufmachung und alles. Damit das niemandem auffällt, dass das zwei unterschiedliche Tempel sind. Ja, richtig. Das ist doch mal eine Idee. Würde ich mal sagen. Das ist schon richtig nah. Die sterben richtig toll. Oh, oh, oh. Und sie sind tot. Ruht euch aus, solange ihr es noch könnt. Ah. Schon wieder zwei. Zwei von derselben Sorte. Feuerball. Drachenblutfähigkeit hat sich jetzt super gelohnt. Und ist super effizient. Und ich hoffe, ihr hört nicht immer so. Wobei, ihr werdet wahrscheinlich immer meinen Stuhl hören, weil ich immer so ganz schrecklich rumknarrt. Aber ist es mein Stuhl? Der muss rumknarren. Es ist Standard. Was der schon mitgemacht hat, vor allem an diesen StarCraft-Abenden und sowas. Ach ja, das waren noch Zeiten. Als ihr den Inseltempel erreicht, ist der Magier gerade genau damit beschäftigt, wovon der König sprach. Dieses Mal gibt es keinen Stein der Finsternis. Der Hüter des Inseltempels ist tot und der Magier zieht dem Artefakt aus dem Inseltempel die Energie. Würfelt mal jemand auf Wahrnehmung? Würfelt Wahrnehmung. Guter Wurf. Vielleicht war der Stein der Finsternis, von dem euch der König erzählt hat, ja das Artefakt aus dem Waldtempel. Kein Wunder, dass der kleine Stein der Finsternis nichts preisgegeben hat. Lasst uns etwas unternehmen, wir müssen ihn aufhalten. Genau. Ich schreie den schwarzen Magier. Schwarzen Magier an. Hör aufhören! Schwarzer Magier. Ihr Narren wollt allein. Wollt allein werden. Mich niemals aufhalten. Egal. Das, du willst das verbotene Ritual vollführen, das können wir nicht zulassen.
Hör sofort damit auf. Närrische Abenteuer, Teurer, versteht ihr es denn nicht? Ihr könnt mich nicht aufhalten. Das werden wir ja sehen. Ihr könnt doch nichts aufhalten, das bereits geschehen ist. Der schwarze Magier wirft seinen Stab zu Boden und bewegt die Hände, als würde er einen mächtigen Zauber wirken. Angriff! Was, Korpor? What the hell? Null! Wieso hat der... Arg! Aua, das tut weh, sehr weh. Wir haben kurzzeitig die Kontrolle über das Abenteuer verloren. Wir befinden uns wieder im Schlafzimmer. Der Magier hat einen Energiewirbel beschworen, der alle ohnmächtig werden ließ. Habt ihr es im wirklichen Leben gespürt? Er verschwindet, während wir uns vor Schmerzen krümmen. Hust, hust. Anscheinend ist dieser schwarze Magier schon fast so weit, zwischen den Welten zu reisen. Das ist Wahnsinn. Nein, das ist Sparta. Ich hätte keinen Angriff auf ihn befohlen, wenn ich die Schmerzen im wirklichen Leben spüren würde. Dieses Spiel wird derart ernst, dass es mich irgendwie an diesen Film erinnert. Jumanji. Oh Gott, Jumanji. Oh, dieser Film. Wobei, das ist gerade wirklich so. Anscheinend hat uns irgendwas alle umgehauen. Also, wir sind im... Yoga-Dorf? An diesem Ort kann ich mich nicht erinnern. Sonderbare Gestalt. Entschuldigt, ich habe euch beim Fischen auf hoher See gefunden und euch alle hier ins Yoga-Dorf gebracht. Schon wieder diese sonderbare Gestalt? Keine Sorge, für Notfälle wie diesen bin ich ja da. Jetzt sollte ich euch aber euer Abenteuer fortsetzen lassen. Zisch. Die sonderbar erfüllte Gestalt ist spurlos im Schatten verschwunden. Erstmal ausruhen. Im Yoga-Dorf. Welches Level ist denn das Yoga-Dorf? Level 20. Okay. Also dann, willkommen im Yoga-Dorf. Quest dann, willkommen im Yoga-Dorf. Der zweite Ring, geil. Oh, geil. Alle kriegen XP. Ja, ich werde ganz wirklich Zombie anschreiben mit diesem Video. Mal gucken, wie er, ob er darauf reagiert. Ich werde es euch in einem anderen Video mitteilen. Aber jetzt werden wir noch ein bisschen schmieden. Kann ich hier noch schmieden? Ja, ich kann noch schmieden. Wird noch ein bisschen dauern. Guck mal, dass ich noch 5 Minuten entbehren kann oder so. Weil ich will jetzt dann bald aufhören. Ich habe zwar morgen Schulausflug, aber trotzdem. Oh, cool. Oh, geil. Saubere Robe. Okay, jetzt hat der Zauberer wenigstens schon mal sein Zeug. Den Ring lasse ich jetzt mal von ihm weg, weil sonst kriegt er mir zu viele. Regeneration. Ein MP. Was macht der erste Ring? 15 dB und Regeneration 4 HP. Ah, okay. Dann würde ich mal sagen, da gebe ich den doch eher dem Hynx. So, dafür die schwache Saphir-Halskette weg. Ach, ist Level 20. Och, kann auch keiner nutzen. Schade. Dann würde ich sagen, dann kriegt er hier mal das ganze Zeug. Weil ich seine Waffen natürlich auch aufwerten will. Phönixklauen. Oh, regeneriert 3 MP.
Ach, die Rüstung, die er jetzt hat, regeneriert 3 MP. Ach, das ist ja nice. So, das Medaillon. Nochmal. Oh, Alter. Beim Krieger kackt er jetzt ab. Oh, doch nicht. Das war nur ein kleiner Fehlschlag. Leute. Ich glaube, ich sollte den auch mal langsam besser ausrüsten. Also, mit besser ausrüsten halt so bessere Buffzeug geben und sowas. Den Silberring? Ach ja, ja. Was macht der Silberring eigentlich? Plus 5 Gold aus Kampf und minus 10 die Wiederbelebungskosten. Ah ja. Hugo, der Ritter. Kriegt jetzt meine neue Waffe. Okay, das ist schon das beste Ding. Gut, dann gebe ich ihm mal wieder all sein ganzes Zeug. Sein ganzes Gezeugs. Ich glaube, ich verkaufe die schwachen Ringe mal, weil die sind für Stufe 3. Ja, für Stufe 3. Ausrüstung. Erlesensmarkt-Amulett. Plus 10 EP, 6 Naturwiderstand. Das will ich haben, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall will ich das haben. Wieso kann ich den einen Ring nicht kaufen? Wobei, er wurde ja... Ist ja einzigartig, der eine Ring. Kauf ich mal. Oh ja, Breakdance-Oma. Finde ich immer cool, die Breakdance-Oma. Lol, der hat nichts anderes. Der Pizzaboten-Magier. Kriegt er mal den Silberring. Trankeffe. Ah, ja. Okay. Habe ich mich schon gefragt, was meint ihr mit Trankeffekten? Aber Leute, das war's jetzt auch wieder. Ich habe jetzt ungefähr 5 Minuten verbraucht, also... Ja. Dann würde ich natürlich sagen, wie immer, bewertet den Part, je nachdem, wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich, Sun Bros, praise the Sun. Yo!